Heute ist Julian Parks erster Tag als Doktorand. Und heute bekommt der Assistenzarzt auch den ersten Fall von seinem Professor. Kommen Sie mal mit. Die Doktoranden bei uns bekommen im Prinzip zwei Patienten zugeordnet, die eine sehr seltene Krankheit haben, wo wir nicht genau wissen, was dahinter steckt. Und die Aufgabe ist, eins von diesen Krankheitsbildern zu entschlüsseln. Der 30-Jährige wusste, dass es nicht leicht wird. Professor Marquardt leitet die Abteilung für seltene Stoffwechselerkrankungen bei Kindern. Aber mit so einem dramatischen Fall hat er nicht gerechnet. Das war lebensbedrohlich. Also es wurde ernsthaft darüber nachgedacht, im Team der behandelnden Ärzte die Therapie abzubrechen und zu sagen, wir lassen das Kind jetzt gehen, weil sie so schwer leidet. Die 8 Monate alte Tochter der Möllers ist dem Tode geweiht, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Julian Park muss wissen, was bisher passiert ist. Am 27. Oktober 2014 kommt Anne-Christine zur Welt. Und schon in den ersten Wochen zeigt sich, dass etwas nicht stimmt. Ihr Kopf wächst viel schneller als der Rumpf und verformt sich eigenartig. Meinst du, das verwächst sich noch? Gute Nacht. Gute Nacht, ich komme gleich. In der Uniklinik Münster entdecken die Ärzte, dass der Schädelknochen des Babys völlig durchlöchert ist. Er ist offenbar zu eng für das wachsende Gehirn. Erschreckend. Wir haben danach geweint. Weil niemand sollte solche Bilder sehen. Die rechte Schädelseite sah aus wie ein Schweizer Käse. Weil das Gehirn sich da wirklich versuchte durchzuarbeiten, um sich Platz zu verschaffen. Und dann hat man gesagt, okay, das muss operiert werden, dass das halt nochmal geöffnet wird, dass sich der Schädel dann vernünftig wieder zurückentwickeln kann, dass er seine vernünftige Form bekommt. Doch dazu kommt es nicht. Kurz vor dem Eingriff bekommt Anne-Christine einen epileptischen Anfall. Das Risiko für so eine Operation ist nun viel zu hoch. Und dann wird es von Tag zu Tag schlimmer. Nach 2 Wochen hat das Baby 5 schwere Anfälle. Pro Tag. Außerdem kann Anne-Christine nun nicht mehr sehen und hören. Angst. Wir hatten einfach nur noch Angst. Bisher wird das Baby in der Kinderneurologie betreut. Da erfährt durch Zufall der Stoffwechselspezialist Thorsten Marquardt von ihr. In der Neurologie. Dankeschön. Ja. Wir haben eine Blutprobe eingeschickt bekommen und dann ist die MTA zu mir gekommen und mir erzählt, die Blutprobe sei auffällig. In der Probe wimmelt es von unvollständigen Eiweißmolekülen. Eigentlich müssten die Eiweiße 2 lange Zuckerketten tragen. Doch diese hier haben mal eine Kette oder nur eine halbe. Bei manchen Eiweißen fehlen die Zucker sogar ganz. Merkwürdig. Als der Professor das sieht, übernimmt er den Fall. Denn solche Veränderungen sind typisch für bestimmte seltene Stoffwechselerkrankungen. Der Aufbau von diesen Zuckerketten, die Herstellung, und das ist extrem kompliziert. Und man kennt etwa 100 verschiedene Krankheiten schon, wo irgendwas im Aufbau oder der Herstellung dieser Zuckerketten schief geht. Und das hat weitreichende Folgen. Vor allem für das Knochenwachstum und das Nervensystem. Julian Park muss jetzt unbedingt herausfinden, unter welcher dieser Krankheiten Anne-Christine leidet. Das war so, dass sie wirklich total oft gekrampft hat am Tag. Und wenn sie nicht gekrampft hat, dann hat sie geschlafen. Und auch das war wirklich schwierig, dass jede wache Minute hat sie eigentlich geweint. Der Doktorand lässt Anne-Christines Blut noch einmal untersuchen. Denn er muss jetzt wissen, wie die Zuckerketten genau aufgebaut sind. Nur so lassen sich die Verdächtigen eingrenzen. Und dabei wird er fündig. Er hat herausgefunden, dass in den Zuckerketten ein bestimmter Zucker fehlt. Und dieser Zucker nennt sich Galactose. Offenbar läuft bei der Produktion der Zuckerketten in der Zelle etwas schief. Immer wenn die Galactose, hier rot, in die langen Ketten eingebaut werden müsste, bricht der Prozess ab. So entstehen die unvollständigen Moleküle. Das kann man sich vorstellen wie in einer Autofabrik. Sie haben ein Fließband, da stehen viele Arbeiter hintereinander. Und der erste Arbeiter schreibt den ersten Zucker an, der zweite den zweiten Zucker und so weiter. Und mit den Arbeitern, die die Galactose anschrauben sollen,
Den Galaktoseenzymen scheint etwas nicht zu stimmen. Sie können die Galaktosemoleküle nicht richtig greifen, um sie einzubauen. Eine heiße Spur. Anne-Christine geht es so schlecht, dass die Ärzte keine Zeit verlieren dürfen. Sie geben dem Baby konzentrierte Galaktose direkt in den Tropf. Die Idee, viel hilft viel. In der Vorstellung, dass wenn das Männchen irgendwie schwächelt, was es in die Zuckerketten einschrauben muss, dann hilft das manchmal, wenn sie viele Galaktose um das Männchen herumlegen. Dann kann es auch, wenn es nicht gut arbeitet, schneller mal eins greifen und einschrauben. Natürlich schöpft man da einfach neue Hoffnung. Dass es jetzt statt, wir waren ja in so einer Art Abwärtsspirale, es ging ja jeden Tag schlechter, dass es dann mal wieder aufwärts geht. Die Behandlung schlägt an. Zwei Wochen später sind die Eiweißzuckerketten in Anne-Christines Blut schon wieder fast normal. Sie hat zwar noch Anfälle, aber die sind nicht mehr lebensbedrohlich. Das könnte es sein. Ja, es wurde leichter. Es wurde leichter. Also man sah ihr halt einfach an, dass es ihr besser ging und dass sie nicht mehr mit dem Tode rang. Man konnte sie wieder auf den Arm nehmen, man konnte wieder mit ihr kuscheln. Einen Monat später ist Anne-Christine so stabil, dass die Eltern ihr Baby endlich wieder mit nach Hause nehmen können. Wir haben, bevor wir nach Hause kamen, einen Pflegedienst nach Hause bekommen, die teilweise tagsüber da waren und auf jeden Fall alle Nächte. Zum Glück, denn plötzlich werden die Anfälle wieder schlimmer. Es dauert nicht lange und Anne-Christine krampft wieder 8-mal pro Tag. Ohne die Pflegekräfte müssten die Möllers mit ihr sofort zurück ins Krankenhaus. Verzweiflung. Man hat einfach Angst, dass das Kind eines Tages daran sterben wird, dass man dem nicht helfen kann, dass man da einfach nicht gegen ankommt. Als Thorsten Marquardt von dem Rückfall hört, weiß er, dass er sofort weitersuchen und unbedingt schnell den Auslöser finden muss. Er will sich deshalb das defekte Galaktoseenzym, den faulen Arbeiter, genauer ansehen. Denn bisher haben sie immer noch nicht den Schuldigen gefunden. Sie wissen immer noch nicht genau, was diese Krankheit auslöst. Sie haben nur durch Zufall oder durch Überlegung einen Weg gefunden, wie man das beeinflussen kann. Deshalb lässt der Professor ihr Blut noch einmal untersuchen. Diesmal wird das komplette Erbgut ausgelesen. Alle 25.000 Gene. Der Bauplan ist in den Genen hinterlegt. Auch die ganzen Männchen, die der Galaktose einschrauben. Dafür gibt es Baupläne, Gene, wo genau steht, wie diese Männchen zusammengesetzt werden sollen und was die machen. Kurz darauf bekommt Julian Park eine riesige Datei auf seinen Rechner. Anne-Christines Genom. Darin soll er nun den Fehler finden, den Grund, warum die Galaktoseenzyme nicht funktionieren. Das sind viele, viele Gigabyte auf einer Festplatte, nur Buchstabensalat. Ich habe aber quasi in jeder freien Minute auf die Genlisten geguckt und versucht rauszufinden, was das Mädchen hat. Doch was er entdeckt, ist geradezu paradox. Die Baupläne für die Galaktoseenzyme sind alle völlig in Ordnung. Warum arbeiten die Galaktoseenzyme dann nicht richtig, wenn sie doch keinen Defekt aufweisen? Da hat Julian Park eine neue Idee. Was wäre, wenn den Enzymen ein spezieller Hilfsstoff fehlt? Die entscheidende Idee, die er gehabt hat, ist zu überlegen, wenn Arbeiter in einer Fabrik was zusammenschrauben und die Arbeiter sind alle in Ordnung, könnte es auch ein Problem mit dem Werkzeug sein. Und dann hat er sich die Werkzeuge angeguckt. Also was braucht das Männchen für einen Schraubenschlüssel zum Beispiel, um jetzt die Galaktose da anzuschrauben? Um die Zucker in die Ketten zu bauen, brauchen die Enzyme winzige Metallteilchen, sogenannte Kofaktoren. Und genau so ein Metall könnte für das Galaktoseenzym womöglich fehlen. Denn ohne das Metall können sie die Galaktose nicht greifen, um sie anzubauen. Aber um welches Metall geht es da? Dafür kommen ganz viele verschiedene Stoffe in Frage. Das sollten Sie weiter untersuchen. Julian Park hat einen Verdacht. Ich dachte, dass Zink dieser wichtige Kofaktor ist. Frau Möller hatte, glaube ich, während der Schwangerschaft einen gewissen Zinkmangel. Ein Zinkmangel? Der lässt sich leicht beheben, mit frei verkäuflichen Brausetabletten aus der Apotheke.
Sofort besorgen sich die Möllers das Mittel. Er war so euphorisch, ich habe an ihn geglaubt. Ich so, wenn Zink ist, was unserer Tochter fehlt, dann ist es halt Zink. Dann kriegt sie lebenslänglich Zink. Doch das Zink hilft nicht. Nur mit starken Notfallmedikamenten können die Möllers Anne-Christine noch vor dem Schlimmsten bewahren. Ihre Anfälle werden länger und noch gefährlicher. Ein normaler Anfall endet nach ein paar Minuten. Manche sind auch nur ein paar Sekunden. Und es gibt diese Endlosanfälle. Und wenn man die nicht stoppt, geht das Gehirn dabei zugrunde. Irgendwo in diesem Buchstabensalat versteckt sich die Lösung des Falls. Aber wo? Da meldet sich Professor Marquardt von einem Stoffwechselkongress in Frankreich. Ein Kollege hat ihm gerade über seine Forschung an Mäusen erzählt, die auch keine Galactose einbauen. Und da konnten wir einige entscheidende Dinge lernen. Erstens konnten wir sehen, dass es der Maus ähnlich schlecht ging wie unserer Patientin. Und zweitens konnten wir sehen, dass da bei der Maus überhaupt kein Mangan zu messen gewesen ist. Womöglich fehlt ja auch Anne-Christine das seltene Metall Mangan. Sofort lässt Julian Park den Wert überprüfen. Und tatsächlich. Normalerweise hat jeder Mensch Mangan im Blut. Und bei ihr war das nicht messbar. Also es war unterhalb der Nachweisgrenze. Und da wussten wir, dass wir da auf der richtigen Spur sind. Was ist da los? Die ganze Nacht brütet Julian Park über den Genen, bis er etwas entdeckt. Jetzt weiß er, warum das Mädchen kein Mangan im Körper hat. Nach langer, langer Suche bin ich dann auf ein Protein gestoßen, das ein Mangantransporter ist. Der genetische Bauplan für diesen Mangantransporter ist defekt. Deshalb funktioniert er nicht richtig. Er kann kein Mangan aus dem Darm in die Zellen bringen. Anne-Christine scheidet das Metall gleich wieder aus. Ohne Mangan können die Galactose-Enzyme aber nicht richtig arbeiten. Deshalb entstehen die unvollständigen Eiweiß-Zuckermoleküle. Jetzt passt alles zusammen. Da kriege ich jetzt auch wieder eine Gänsehaut. Und das ist natürlich also der Idealfall, dass man dann wirklich von einem Kind, wo man am Anfang denkt, da kann man wirklich gar nichts machen. Das ist so schwer krank. Ja. Wie soll man da mit Medizin was tun? Die Ursache auf ein recht einfaches Problem zurückführen kann und dann auch eine Idee hat, wie man was dagegen tun kann. Als die Ärzte den Möllers noch am gleichen Tag erzählen, was sie herausgefunden haben, können die es kaum fassen. Er sagte, ich weiß jetzt, was ihre Tochter hat. Und ich kann ihr wahrscheinlich helfen. Ich war 2 Stunden komplett durch den Wind. Ich habe das 2 Stunden lang nicht wirklich verstanden. Ich habe es gehört, aber wirklich verstanden, dafür habe ich mindestens 2 Stunden gebraucht. Die Ärzte starten sofort einen neuen Heilversuch. Diesmal mit hochdosiertem Mangan. Ob das wirklich so klappt, wissen sie nicht, ne? Was wir schon wussten, ist aus der Literatur, dass es mehrere Mangantransporter gibt. Also es ist vorstellbar, dass wenn sie viel Mangan anbieten, dann die anderen Mangantransporter mehr transportieren. Und es klappt. Nachdem sich die Ärzte an die optimale Manganmenge herangetastet haben, verschwinden die epileptischen Anfälle. Die Anfälle wurden immer weniger und immer schwächer, bis sie im letzten Januar 2016 komplett aufhörten, bis heute. Eine Mangantransporterkrankheit, die bisher nur bei Mäusen bekannt war, haben die Ärzte nun auch bei einem Menschen entdeckt. Anne-Christine ist weltweit der erste bekannte Fall mit einer sogenannten SLC39A8-Defizienz. Das sind, glaube ich, Dinge, die erlebt man nicht oft in so einer Ärztelaufbahn sozusagen. Das war wirklich eine ganz besondere Geschichte. Und ich bin sehr, sehr froh und auch sehr dankbar, dass ich da dabei sein durfte. Das kann man kaum beschreiben. Das ist ein ganz, ganz, ganz tiefes Glück, was, wo man sehr stille wird, was einen die Tränen in die Augen treiben lässt, wo man einfach nur denkt so, danke, dass ich das erleben darf. Es ist wie ein Wunder, dass Anne-Christine überlebt hat. Und heute 3 Jahre alt ist. Ich glaube sehr fest an mein Kind. Sie wird weiterhin Wunder machen.
dass sie auch vielleicht ein paar Wörter sprechen kann. Und alles, was darüber hinaus weg ist, ist Glück. Die Löcher in ihrem Schädel haben sich komplett geschlossen. Sie kann wieder etwas sehen und hören. Und die Fortschritte gehen weiter. Das fandst du gut? Primus fandst du das auch gut? Fandst du das gut? Was ist denn los? Ob du es gut fandst? Ja, wenn du das gut gefunden hast, dann klick doch einfach drauf. Da gibt es nämlich noch viel mehr schöne Dinge. Einfach draufklicken. Und falls du es noch nicht gemacht hast, abonnieren. Ne? Abonnieren wir jetzt ein bisschen. Abonnieren. Abonnieren. Na komm, wir abonnieren.